Manor. Okay, ja, dann. Doch, will ich. Bist du soweit? Mach halt. 3, 2, 1. Hallo. Achso, ja. 3, 2, 1. Jetzt ist vorbei. Ja. Willkommen! Ich dass beim Essen mit gerade 550 Minuten stand. 505 Minuten. Das wäre ein bisschen langsam. Finde ich gut. So, willkommen zu Donkey Kong 2. Hier hat man schon am Anfang eine sehr, sehr coole Mechanik gesehen. Hier kann man einen Team-Throw machen. Team-Throws sind ziemlich cool, weil man dadurch sehr, sehr hohe Orte erreichen kann und so. Und jetzt direkt im zweiten Level werden wir die Besonderheit dieses Speedruns sehen, nämlich den sogenannten Wrong Warp. Dafür brauche ich diesen Käfer hier, den werde ich jetzt hier nach unten tragen, so. Und dann mache ich den hier, habe nichts in der Hand und bin jetzt aus dem Level raus. So, das, die Sache ist, wenn man nichts in der Hand hat, aber trotzdem was in der Hand hat, hat man ein sogenanntes Invisible Object in der Hand. Ist aber nicht invisible, weil es ist einfach nur nix. Und, da du was in der Hand hast, will das Game dir aber was in die Hand geben. Und deswegen nimmt es Sachen aus der Umgebung. In dem Fall den Warp, den es unter der Planke da gab. Und die kannst du aber nicht werfen. Und, das machst du aber trotzdem. Und zwar an die Stelle, wo du gerade stehst, und dann wirst du irgendwo hin teleportiert. Da das Spiel aber nicht damit klarkommt, dass es dich gerade irgendwo hin teleportiert, weil eigentlich dürfte das ja gar nicht der Fall sein, macht es dich einfach auf die Overworld mit dem Level, das ist abgeschlossen, und du kannst einfach ins nächste Level gehen. Kleiner Funfact dazu: Das Level zählt zwar als abgeschlossen, man kann, indem man einfach weitergehen kann, aber das Level zählt zum Beispiel nicht so als beendet, dass es 102% zählen würde. Richtig. Noch ein Funfact dazu: Wenn man jetzt in das Level reingehen würde, wenn man ein Level abgeschlossen hat und dann nochmal reingeht, dann kann man Start Select drücken und man geht aus dem Spiel raus. Wenn man aber ein Level gewrongwarped hat, geht das nicht mehr. Das Level ist technisch gesehen also nicht abgeschlossen, obwohl es auf der Overworld als abgeschlossen aussieht. Hier ist das so der einzige RNG-Faktor in dem ganzen Spiel, würde ich sogar fast sagen. Nämlich, ob die Eier da fake sind oder nicht, ist RNG. Und, ich habe gerade sehr schlechtes RNG. Ups. Das ist schlecht und das ist gut. Also Crow kann einen hier im Grunde so lange trollen, wie er möchte. Der Weltrekord für die Eier, also für die, wir nennen das Fake Eggs, die Eier, die halt einfach runterfallen, die man nicht benutzen kann, um den Boss zu treffen, nennen wir Fake Eggs. Und der Weltrekord für Fake Eggs in diesem Kampf liegt bei 17 von Just Your Average Dave. Das ist auch so ein Weltrekord, den kein Mensch haben will. Mit gutem Grund. Und hier ist so ein, ich bin einfach nicht so clever in dem Spiel, so. Ich hab jetzt den zweiten Wrong Warp leider verhauen. Ach, wo clever? Das ist der Boss in der Welt hier. Oh. Nein, was ich gerade erklären wollte. Wir spielen übrigens auf der amerikanischen Version wieder mal, wegen 60 FPS. Und, auf der 1.1-Version. Die 1.1-Version ist deswegen wichtig, da in der 1.0-Version die Wrong Warps nicht funktionieren. Also das System funktioniert schon, man kann diese Invisible Objects bekommen und die auch sozusagen genauso benutzen, wie Silas hier gerade macht. Allerdings, wenn man dann dieses Fass betritt, das einem aus dem Level rausschicken würde, bekommt man so eine Lichtshow. Also das Spiel softlockt einfach. Und dementsprechend ja, spielen wir halt einfach die U-Version. Cool. Wusste ich übrigens auch nicht. Ja, ich weiß halt auch nicht. Eigentlich, das sah auch ziemlich richtig aus. Ich hab da auch so das Gefühl, ah ja gut, jetzt klappt das, aber also ist das so weit, wenn ich das selber runne, dann ne. Ludwig X2, ja, es laggt ein ganz, ganz wenig. Das ist aber von Silos PC her. Das ist nicht euch. Aber 5 FPS wäre schon hart. Das wäre selbst für mich eine Beleidigung. Also sollten mehr als 5 FPS sein. Sollten wir ab und zu vielleicht mal ein kurzes Standbild drin sein oder so. Kurzer Hochler. Jo. Der Grund, warum ich dieses Spiel so liebe, ist die, dass Diddy und Dixie sich fast nicht voneinander entscheiden, was die Geschwindigkeit angeht. Bei, also Dixie ist natürlich ein Stück weit langsamer, aber halt nicht so schlimm wie Donkey Kong oder Dixie Kong in 3. Also, man hat halt in Donkey Kong 1 und 3 einen so einen Athleten, und dann so ein Fettklops.
Und das ist halt hier überhaupt nicht der Fall. Hier hat man zwei athletische Kongs, die ziemlich geschmeidig sind. Man beide gleich, fast gleichermaßen braucht im Speedrun und das finde ich halt einfach schön. Was ich gerade noch erklären wollte, das ist relativ wichtig, das sieht man hier hin und wieder mal, gerade in den ersten Welten noch und später auch noch einige Male. Ihr seht, dass am Ende wird Silo einfach manchmal so über das Ziel weglaufen, die Kongs wechseln und hat das Level abgeschlossen. Das ist eine Mechanik, die sich Airborne State nennt. Wenn man Dixie irgendwie wirft oder irgendwie dafür sorgt, dass Dixie in einem Airborne State ist, genau was kann ich das auch nicht gerade sagen. Also meistens benutzt man dafür einen Team Throw in ein Fass oder sowas alles. Und wenn man dann auf dem Ziel einfach die Kongs wechselt, dann wird praktisch Dixie aus der Luft auf das Ziel gedrückt oder der andere Kong halt und dadurch zählt das wie ein Sprung. So kann man das, glaube ich, einfach zusammenfassen. Würdest du da zustimmen? Ja, okay, danke. Ich habe gerade eine Strat gemacht, die ich nie mache. Wow, einfach nur, um sie zu zeigen. Ich bin der Beste. Wow. Lava Fly. Das spart ziemlich gut Zeit sogar. Ist aber auch eine Strat, die etwas fortgeschrittener ist. Ich hab's ja geschafft. Wichtig ist, dass man auf jeden Fall wartet, bis Cleaver am Ende angekommen ist und einmal seinen Charge gemacht hat. Also einmal so auf einen zugeflogen ist. Wenn man das nicht macht und einfach die Kanonenkugel so wirft, dann spawnen diese Haken nicht. Und dann steckt man da fest und wird wohl übel sterben. Wie geschnitten Brot, weil es ist ja ein Schwert. Alter Schwede. Oh mein Gott. Ich hasse dich so sehr. Hallo El Magus, by the way. Hi El Magus. Ich bin echt in einem guten Lauf heute. Ich bin echt zufrieden mit mir. Ja, wird super gleich. Ja. So, Warps sind jetzt vorbei, also zumindest die normalen Warp-Fässer, abgesehen von Wrong Warps natürlich, das heißt, jetzt wird das Platforming ein bisschen anspruchsvoller. Du magst, oh mein Gott, Zombi! Er ist Part der dunklen Seite. Ich merk schon. Gib mir keine Gott. Futter. Hier will ich einen Damage Boost machen, so der ziemlich krass ist, um hier drüber zu fliegen. Das ist auch der Grund, warum ich mich eben in ein Fass reingeworfen habe. Und jetzt konnte ich da einfach rüberfliegen. Normalerweise muss man nämlich in dieses langsame Fass. Spart 5 Sekunden tatsächlich. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingslevel. Ich habe schon mehrere Fehler gemacht. Easy. Ja. Und das ist halt eins der berühmten Dunkelheitslevel. Man bräuchte den Fisch nicht, aber man hat auch keine Wahl, den Fisch nicht mitzunehmen. Wobei ja, glaube ich, das Level auch nicht zum Laggen bringt, oder? Zumindest nicht so stark wie Squawks, das in DKC1 machen würde. Nur an einer Stelle. Aber da, die umgeht man, weil man die Möglichkeit hat, die Stelle zu umgehen. Searing Sky, wenn das bedeuten soll, dass du mich gern lauter hättest, dann lässt sich da bestimmt was machen. Nur gerade nicht. Rip aber nur. Ja, stimmt, du streamst. Ja, ich könnte versuchen, ob ich mich einfach lauter machen kann. Warte mal gerade. Ups. Das müsste ja eigentlich auch kein Ding sein. Okay, doch, ist ein Ding. Ist auf Anschlag. Das Ding, der Radiosender. Oh! Kenn ich. Merkst du selber, ne? Hallo? Wie bei was? Ja, dieses Level ist, wie El Magus gerade schon gesagt hat, das ist eins der Level, wo man am meisten Zeit verlieren kann, ohne es wirklich zu merken. Denn hier ist das, was wir vorhin schon sagten, dass man die Ecken alle sehr präzise umschwimmen möchte. Genau das Prinzip. Man kann, gerade weil es so dunkel ist größtenteils, sehr einfach in die Ecken stoßen und das kostet halt wirklich... Das addiert sich zu unheimlich großen Zeitfenstern. Das ist halt einfach ein unheimlich kompliziertes Level, um es wirklich perfekt zu spielen. Ja. Ich mag's trotzdem. Kannst du bitte rausgehen? Nein, ist mein Lieblingslevel.
diese Krokodile fressen gerne mal Inputs. Ja. Die haben ja auch so große Mäuler. Alter, jetzt ist es aber. Jetzt ist es aber. Wow. Also ich habe jetzt aus Versehen Donkey Rack aktiviert. Das kann ich nur nicht konstant, dass ich den skippe. Aber normalerweise will man ganz am. Ganz unten an dieser. Was ist das für eine Pflanze? Eine Lilie? Schilf? Ja, also ganz unten an dem Schilf geht und dann auf das Ziel springt, dann aktiviert man den normalerweise nicht. Ich dachte, ich wäre so tief, aber anscheinend doch nicht. Man muss ja wenigstens ganz unten dran kleben. Und theoretisch gesehen, ihr seht das noch im Verlauf des Runs, dass Salo immer versuchen wird, die Bosse mit Dixie zu spielen oder zumindest abzuschließen. Nicht unbedingt zu spielen, aber auf jeden Fall abzuschließen. Denn Dixies, ja, ich sag mal, Cheering-Animation, also mit ihrer E-Gitarre, ist etwas kürzer als Dixies Rap mit dem Radio. Ja, mit dem Ghetto Blaster. Oh, das ist nicht gut. Dieses Level ist auch eins, das Radleys Hitbox ist so, ja, könnte man als wonky oder ein bisschen wechselhaft umschreiben oder einfach als kompletter Müll. Gibt es einen Kong, der Wonky Kong heißt? Was? Gibt es einen Kong, der Wonky Kong heißt? Nein. Schade, das finde ich aber wirklich gut. Ich glaube auch mal gut mit den schlechten Witzen hier, ne? So. Richtig, der Ghetto Blaster sieht cool aus. Und darum spielen wir DKC, einfach weil es cool aussieht. Ja, richtig. Ich glaube, niemand außer mir mag das Spiel, das Runt. Ist leider wirklich so. DKC-Spiele sind halt sehr, sehr meme-lastig und. Besonders dieser Avanor. Kennst du den? Bin überhaupt nicht meme-lastig. Also, wenn wir gleich in dein Frankerfaces Emote-Repertoire gucken. Dann sag nochmal, dass du nicht meme-lastig bist. Ich glaube, du könntest auch gleich bei mir den Chat Emote Only setzen und Leute müssten sich nur mit Emotes unterhalten, die hätten genug Möglichkeiten dazu. Das ist richtig. Ups. Was wir gerade gesehen haben, ist wieder mal so eine Art Super Jump. Wenn man im Wasser switcht, während ein Kong im Wasser und ein Kong außerhalb des Wassers ist, stört das wieder ein Super Jump. Wenn man dann Schaden nimmt, springt der andere Kong sehr, sehr hoch. Und das ermöglicht einem in diesem Level einen gewissen Punkt zu überspringen, der das Wasser, das war gar nicht mal so gut, ja, das Wasser hochsteigen lässt, was einem einen Wrong Warp hier ermöglichen würde, wenn man ihn dann geschafft hätte. Yep, allerdings also, ist das was knifflig da. Eigentlich nicht, ich habe nur zu früh geworfen. Nein, das ist doch nicht, ich wollte dich jetzt nicht so niedermachen. Also, ja, das Dumme ist, man hat nur einen Versuch für diesen Wrong Warp, weil wenn man in das Bonus-Level reingeht, wird man direkt in die Sterntonne geschossen. Deswegen hat man keine Möglichkeit, das Level von Anfang an zu betreten, weil man genau an dieser Stelle wieder rauskommen würde. Deswegen muss ich das Level jetzt normal spielen. Zack, nur ein bisschen. Und man kann auch nicht einfach wieder runterfallen, denn das Wasser ist dann hochgestiegen. Richtig. Und das ist dafür halt auf jeden Fall wichtig, da man das Objekt braucht, das Invisible, und wenn man damit ins Wasser gehen würde, dann ertrinkt der Wrong Warp. Hier kann man auch nur Zeit verlieren. Es gibt eine Möglichkeit, direkt zu schießen. Wenn man in das Fass kommt, dann spart man ein bisschen Zeit, weil das Fass dann keine Zeit hat, sich wegzudrehen. Das ist, glaube ich, bei 5 Fässern möglich. Mist. Boah. Es gibt hier einen schönen Trick, der nennt sich Weinclip. Den ich nicht schaffen werde. Erfordert ein Big Boy. Wir haben es noch nicht erklärt eben, das ist auch etwas, was Seidel im zweiten Level der zweiten Welt versucht hat. Ich habe den übrigens auch noch nie Big Boy genommen. Aus einem Huckepack-Wurf. Wenn die Kongs im Huckepack-Modus sind und man einen Kong auf einen Gegner wirft und dann im richtigen Moment springt, dann kann man einen sehr hohen Sprung ausführen. Und das ist das, was wir uns für den Weinclip zunutze machen wollen. Wir wollen sehr hoch springen, direkt unter die Kante der Ranken. Und da gibt es einen Punkt, wo man durchwerfen kann. Und das überspringt die letzte Fasssequenz. Wenn man diese Fasssequenz, diesen Irrgarten spielen muss, nennt sich das Maze of Shame. Das will eigentlich keiner machen, aber es gibt Möglichkeiten, das noch zu vermeiden. Da oben wäre es gewesen. Es ist nicht ganz einfach, das muss man dazu sagen. Ich habe das so nie in einem Run hingekriegt. Also ich habe es schon im Practice oft hingekriegt, aber in einem Run noch nie.
das, was Zydeco gemacht hat, war einfach ein Backup. Und sonst hätte er den Maze of Shame spielen müssen. Hätte er jetzt einen Kong verloren, dann hätte er den Maze of Shame auf jeden Fall spielen müssen. Und er dauert ein Momentchen. Ich glaube, da verlierst du knapp 30 Sekunden oder so, glaube ich. Also, es ist. Also, so viel ist es nicht, aber das ist schon ein bisschen. Also, es ist, ich glaube, deutlich langsamer. Ja. Dafür das Langweiligste, was dieses Spiel jemals zu bieten hätte. Ja, man kann jetzt hier an der Stelle Shoutouts machen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung. An Leute. An Saphira. Eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Ich hab dich lieb, fühl dich an der Stelle hier gedrückt. Bekomme ich auch Shoutouts von dir, weil du mich drückst? Ja. Aber das ist Geld, dazu on-stream zu sagen, deswegen warte ich bis nach dem Stream. Ends Game. Könnt ihr bitte mal ganz kurz Kappa Pride spielen, spammen? So für die Aussage. Ups, ich hab noch getroffen, ich bin der Beste! Ich bin so unkonzentriert bei diesem Boss. Ich hab diesen Boss noch nie konzentriert gemacht, weil er langweilig ist. Oh Gott. Der Boss ist so langweilig. Ja, der Wurf war immer richtig genial. Ja, ne? Mit so einem Schissler Weng und dann so ein Headshot. Bam. So, jetzt kommen wir zu einem Level, das ich gar nicht meinen könnte, dass. Also, dass es ein cooles Speed-Level ist, bis ich angefangen habe, das zu lernen und Erfolge dabei gesehen habe. Ist ziemlich erstaunlich, wenn alles klappt. Aber dann merke ich, dass ich gerade eine Dias-Show am Stream bin. Aber egal. Es gibt nämlich für jeden Sprung hier eine Strat. Deswegen werde ich nicht jede Strat erklären. Aber so das Wichtigste, wie zum Beispiel, dass ich hier das Donkey Kong-Fass holen werde und auf dieses Stachelschwein hier springe. Um hier hoch zur Spinne zu kommen, und ich bin so dumm. Schade. Gut, das war's dann mit dem spektakulär aussehenden Teil. Soll ich erklären, wie er grob ausgesehen hätte? Ja. Also wenn man die Spinne mitnimmt, bis zu einem bestimmten Punkt an so einem Haken, und unter dem Haken ein Netz formt, dann kann man mit der Spinne sozusagen genau unter den Haken springen, mit den Kongs absitzen, sodass sie sich direkt am Haken festhalten, wieder auf die Spinne zurückgehen. Und das mag das Spiel überhaupt nicht. Das sorgt dafür, dass die Kamera sehr, sehr schnell nach rechts scrollt und man praktisch hier mit einem großen Team-Throw sehr viele Gegner überbrücken kann, um dann am Ende einfach hochzuspringen mit einem Super-Jump oder mit einem etwas höheren Sprung. Das kenne ich, der Super-Jump. Aber das überspringt aber diese Sequenz hier gerade ab dem Haken mit einer sehr schnellen Kamera-Scrolling-Methode. Ist allerdings die einzige, oder ist das einzige Mal, dass es im Any% genutzt wird? In 102, glaube ich, nutzt man es zweimal. Ja. Wobei ich noch nicht mehr weiß, ob man das genau da in 102 benutzt, weil man muss ja noch da oben links hin. Nee, muss man gar nicht. Nein, du brauchst ja die Spinne, du musst ja unten zur Dekamünze. Richtig. Dann macht man es nur in Jungle Jinx tatsächlich. In Jungle Jinx, Hefte, am Ende. Da ist das allerdings ein bisschen anders, da benutzt man nicht die Spinne, da springt man praktisch von einem Haken. Oh, da benutzt man ja trotzdem zweimal, weil man benutzt das ja auch in diesem Feuerlevel in der geheimen Welt. Das, ja gut, das ist aber ein bisschen anders. Das ist ja mehr ein Screen Glitch, das ist ja eine. Na, das ist ein bisschen anders. Du bist. Oh, der Satz da fand ich super. Eine einwandfreie Argumentation. Ja. Fand hat ich. Jeder verstanden, was ich sagen. Oh, ich hab so viel Spaß. Ba, 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 ba. Ich weiß auch gar nicht, warum wir gerade so ruhig sind. Hier ist ein langweiliger Autoscroller. Wir könnten jetzt ganz viele Zeug erklären.
Es gibt mir aber nichts zu erklären. Also richtig. Grundsätzlich, in diesem Level kann man halt nichts machen, das Ding fährt immer gleich schnell. Ich bin schon wieder nicht fürs Wegbelohnung gegangen, meine Güte. Das Einzige, was man machen könnte, wäre teilweise diese, die Libellen zu überspringen. Das spart Frames. Und es gibt am Ende so ein rotes Fass, wo man drüber springen kann, genau dort. Da, wo die Banane oben ist, du hast den Zwergblut nicht bekommen, ich bin enttäuscht von dir. Ja, habe ich letztes Mal auch schon nicht gemacht, ich Idiot. Sammelt man den Zwergballoon ein. Wenn man das gut macht, hat man den Ballon. Wenn man das schlecht macht, hat man den Ballon und trifft das Fass und verliert den Kong an der Wand. Denn die roten Fässer schließen die Tore, wie die grünen Fässer die Türen öffnen. Und jedes Mal, wenn sich eine Tür schließt, geht eine andere wieder auf. Oh, so deep schon wieder. Was ist denn mit dir los in letzter Zeit? Hast du Kratos gegessen? Ne, wie heißt der Platon? Plankton von SpongeBob. Bist du ein Wal? Nice. Waler nur. Oh, ich bin so schlecht. Also ich werde den Brambler machen. Kostet es, was es wolle. Der nächste Wrong Warp, das ist einer der, ich sag mal, präziseren. Ich denke, da kann man ruhig zustimmen. Einer derer, die ein bisschen schwieriger sind. Er nennt sich Brambler. Was wer versuchen will, ist mit Dixie an der Kante da, den Käfer zu töten und Invisible Object zu kriegen. Und er hat dann leider aber nur einen Versuch, denn man braucht dafür auf jeden Fall das Invincibility-Fass, sonst stirbt man. Also das Invincibility-Fass, das ist das, was einen blinken lässt und unbesiegbar werden lässt. Gibt es lustigerweise in DKC 1 nicht, sondern nur in 2 und 3. Das ist einer der Wrong Warps, die wirklich sehr präzise sind, da man sehr auf die IDs achten muss. Also falsches Movement in der ersten Sektion kann dafür sorgen, dass man wirklich falsche IDs hat und der Wrong Warp nicht klappt. Und man kann dafür sehr lustige Sachen machen, wenn der Wrong Warp nicht klappt. Da kann man zum Beispiel Squawks, der hinten in der Kiste drin sitzt. Was denn jetzt los gerade? Ich erklär was. Ja, aber ich krieg's nicht hin. Erzähl weiter. Ich weiß, glaube ich, warum du es nicht hinkriegst. Obwohl, nee, passt, nee. Man will praktisch genau dann mit Dixie Y kurz einmal loslassen, um das Invisible Object zu kriegen und dann halt neu drücken, wenn Dixie sich an dieser Ranke umdreht. Also er springt ja dann in diese Ecke rein und da gibt es einen Punkt, wo Dixie sich automatisch nach links umdreht. Und das ist der Punkt, wo man Y kurz loslassen möchte. Das ist, wenn sie mit den Füßen ungefähr auf einsamen Dorn ist. Das nutze ich immer als Visual Cue. Für die nicht wissen, was eine Visual Cue ist, so nennen wir die, ja ich sag mal, optische Hinweise darauf, wo wir was tun müssen. Ich versuche das noch zweimal, dann mache ich das Level normal, das ist ein bisschen blöd. Man sollte meinen, das hat man in seinem Muscle Memory. Ja, Muscle Memory gibt dir hier leider nicht viel. Geht doch. Warum nicht gleich so? So, und jetzt noch der Wrong Warp. Easy. Danke. Nael Magus überschätzt mich nicht. Ich bin gar nicht mal so gut. Also gar nicht mal so konstant. Generell, wenn ich jetzt nicht mehr sterbe und alles so ganz okay hinkriege, dann sollte ich eine 52er Zeit hinkriegen. Aber, ne? Kann immer noch einiges schief gehen. Aber danke für dein Vertrauen, Elmagus. Dieses Level hier ist ein sehr nervenaufreibendes für mich persönlich. Auch für mich auch. Ich hasse dieses Level. Und im nächsten sehen wir gleich direkt den nächsten Roar. Menschenkrieg. Aber wenn ich ihn nicht kriege, ist es tatsächlich nicht so schlimm. Verliere ich nur 10 Sekunden. Ziemlich am Ende ist. Willst du den mit Dixie oder mit Diddy? Den mache ich mit Dixie. Du bist gestorben, du hättest dich sehen sollen. Ich liebe diesen Spruch. Mein PB hat wirklich einen Tod in diesem Level. Wenn wir gerade darüber schon über Tod reden. Jetzt kommen wir zum Nemesis, Mattholmarsch. Ja. Direkt am Anfang eine Roll, die
jeden Top-Runner zur Verzweiflung zwingt, bringt, aber ich krieg das irgendwie jedes Mal, keine Ahnung. Ist die sogenannte RNG-Roll, aber die ist halt bei mir nicht RNG, ich weiß nicht. Also manchmal klappt das bei mir auch nicht, aber das ist so selten, dass es bei mir nicht klappt, ich würde das nicht RNG-Roll benennen. Und das hier ist so eine Strat, die finde ich persönlich sehr, sehr cool, weil sie einfach funktioniert. Man normal, also die normale Strat wäre, dass man sich das Invisible Object holt, also das Invincibility Barrel, und dann da durchdüst, aber man kann auch einfach auf den Geier springen, was ein bisschen schneller ist. Wenn ich das Level spielen würde, wäre ich schon mindestens zweimal gestorben und ich hätte ihm auch das Invincibility Fass geholt. So, hier wechsle ich jetzt auf Dixie, weil wenn man mit Dixie macht, ist das sehr viel einfacher, und wenn man das mit Diddy macht, dann muss man auf sehr, sehr viele Dinge achten. Und hier kann man dann einfach ans Levelende warpen. Hat auch ganz gut geklappt. Boah, ich dachte, du hättest den Käfer zu spät geclashed. GG. Gutes Mudhole. Und dafür halt ein beschissener Brambler. Also, wer hat hier PB Pace gesammelt, hätte ich jetzt schon resettet wegen Brambler. Warum wurde ich eigentlich jetzt nicht gehittet? Wieso bin ich Dixie? Diddy. Hier, hit mich mal, du blödes Vieh. Hey, Roy! Wir haben gerade wieder den Big Boy gesehen. Er hat einfach diesen blauen Munchie-Typen, die heißen glaube ich Klampon, abgeworfen und konnte dann mit dem sehr hohen Big Boy-Sprung hoch an den Haken kommen, was normalerweise vom Spiel nicht wirklich vorgesehen ist. Es überspringt aber eine gute die ganze Sektion hier vor. Man müsste sonst weiter nach rechts, wieder nach oben, wieder nach unten und wäre dann letztendlich da angekommen, wo er einfach an den Haken gesprungen ist. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich Big Boy ein ziemlich beschissener Name finde? Noch nicht, du hast es jetzt getan. Gut. Mist. Ich auch nicht hin. Na. Das ist, glaube ich, der mein Lieblingsboss aus meiner Kindheit. Ich bin ja kein Kind mehr. Ja, aber als Kind mag man den Boss doch nicht. Bitte dich. Doch klar, der ist cool. Man hat da so eine große, weite Fläche, wo man fliegen kann. Der Boss sieht cool aus. Ich hab grad voll die geile Idee für irgendwie eine Marktlücke. Oh ja, Cylona Industries on its best. Ups. Pass auf. King Zing Cornflakes. Alter. Und King Zing auf der Cornflakes Shop. Oh mein Gott. So Mini-Singer in Honigmilch. Ja, ist bestimmt voll lecker. Craygasm. 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 Craygasm Bestie Mode. Ich will auch, dass ihr am Ende in dem einen Sektion Craygasm spammt, auch wenn der Boss nicht kommt. Craygasm Best Emote. Das sieht so gut aus. Kampf. Das Bienenrad war ziemlich gut. Alle sofort weggenudelt. Das hier ist übrigens meine Lieblingsmusik aus dem ganzen Spiel. Für die meisten würde es wahrscheinlich Dingens sein. Wie heißt das? Sticker Brush Symphony? Das aus den Dawn-Leveln. Jo. Aber das hier ist meine tatsächlich. Ah, du wurdest rumgeschubst. Würde mir niemals passieren. Alter, ich weiß gar nicht, wie man das macht, dass das nicht passiert. Also, wenn du weit genug rechts auf den Typen springst, dann schaffst du halt den Sprung über den blauen Typen hinweg. Aber das ist halt wirklich sehr knapp. Ach so, okay. Also, es geht. Ich schaff das sogar manchmal. Aber eher selten. Ja, ich weiß halt nicht wie, deswegen habe ich nie. Naja. Auf jeden Fall, war das ein ziemlich gutes Stage. Ja, sag ich ja. Sticker Brush Symphony ist wahrscheinlich für die meisten die beste Musik.
Aber man muss dazu sagen, ich finde keine Musik wirklich schlecht in dem Video, in dem Spiel. Video. Ja, in dem Video. Ja, ich spiele ja nur ein Video ab. Alter, lass mal DKC 2 gucken. Oh Mann, oh. Schön einfach. Wer hat sich nochmal ausgedacht, dass wir 4 Stunden uns beide zeigen? Oh, Vini. Ach ja, richtig, da war was. Er kam, sah und ließ uns sitzen. Oh Mann, schon wieder so deep, ey. Die Musik ist in allen DKC-Spielen gut, ja, außer in DKC 3 in der GBA-Version. Das ist richtig. Da gibt's auch keine zwei Meinungen. Ja. Also besonders die in den Schneeleveln, die ist, boah, da kann man ruhig mal... Jodelmusik. Wer sie nicht kennt, hört sie euch bitte nicht an. Ja, dann... Sie stört Kinderträume. Richtig. Also Killer Clowns ist nichts gegen das Trauma von diesem Spiel. Ich hab gesagt, Kinder Clown ist nichts dagegen? Killer Clown. Aber... Ist das so wie gestern, wie bei deinem John Macron, wo ihr darüber philosophiert habt, ob es in Ordnung ist, ein Baby einen Cooler zu klauen oder einen Lolli zu klauen, wenn man einen Lolli selber haben möchte, nur um dem Baby eins auszuwischen? Ja, es ist schade, dass ich ohne Facecam gestreamt habe, aber mein Gesicht war da, glaube ich, ziemlich göttlich. Weil ich das da echt. Ja, voll geil, wenn du dabei irgendwie einen Lolli gelutscht hättest, glaube ich. Ja, ein Lolli lutschen beim Speedrun kommt bestimmt auch voll gut. Oder wenn hinten auf deinem Bett irgendwie ein weinendes Baby gelegen hätte und du nebenbei einen Lolli gelutscht hättest, das wäre voll geil gewesen. Alter. Na, jetzt wieder schöne Musik. Und gleich bei Parachute Panic. Oh mein Gott, würde ich gerne ein bisschen stiller haben. Ja, Parachute Panic ist ein Level, wo man sich kurz einmal konzentrieren muss. Aber lustigerweise sterbe ich schon davor. Da sieht Parachute Panic aber auch ziemlich cool aus, wenn man es vernünftig spielt. Das ist richtig. Oh, ich mache hier einfach die Lame Struts. Ich hasse diese Stelle. Wer hat sich die ausgedacht, ey? Ich. Na, so siehst du auch aus. Windig. Zerzaust. Jetzt kann man hier an der Stelle vielleicht noch so sagen, Anfang November wird ein Donkey Kong Country 2 Any% Turnier stattfinden. Da werde ich auch teilnehmen. Genau wie El Magus, der hier im Chat ist. Der wird da auch teilnehmen. Könnt ihr euch ja ein bisschen schlau machen. Das ist übrigens, glaube ich, auch auf DKC Speedruns aufgeführt. Ja, und es wird auch noch eine Ankündigung auf der German-Seite geben dafür. Also, es wird da auch erwähnt. Okay. Oh, und jetzt PCP, Ruhe bitte, Konzentration. Darf ich reden? Nein. Okay, easy. Nice. Normalerweise wird man das Level halt mit diesem lustigen lila Papagei Quarks spielen, der einfach nur runtersinken kann. Den mag aber niemand. Der klaut nämlich kleinen Kindern Lollis. Und dementsprechend spielen wir es ohne. Wenn man den Weg im Kopf hat, kann man einfach runterfallen, nutzt iFrames aus und all sowas. Sieht sehr cool aus, finde ich. Immer wieder ein Highlight für mich in DKC 2 Runs PCP. Aber dieses Level mag keiner.
Das ist richtig. Also selbst ich als Ultra-DKC2-Fanboy hasse dieses Level. Ich finde, alle, die das Level mögen, spenden jetzt einfach mal 5 Euro. Ja. Ne, 10. Ja, stimmt. 15, weil ja, die Mindestdingens genau. Und, ne? Ist ja auch noch eine gerade Zahl, also 15. Meine Strat hierfür ist auch einfach nicht scheiße spielen. Oder halt einfach nicht sterben. Was man kurz erwähnen könnte, Squitter hat die Mechanik der Instant Web Platforms. Das sind diese Web Platforms, auf denen man stehen kann. Wenn man L und R gleichzeitig drückt, dann entsteht diese Plattform sofort instant. Das kann man sich halt hier schön zunutze machen. Seht ihr in DKC 3 auch, da funktioniert es dann ein bisschen anders, aber das Prinzip ist eigentlich das gleiche. Das ist, naja, ich würde halt auch mehr spenden wollen, aber ich kann halt nicht, leider, Frau Serie, sorry. Stimmt, Safir, nicht sterben ist eine gute Idee, ja. Also, Studien belegen, nicht sterben ist schneller. Die Cylonor Industries Studien, ne? Mhm. Das war aber ein gutes Webwoods. Es war halt nur nicht scheiße. Du bist nicht gestorben, das ist alles, was man im Level wollen kann, oder? Das ist richtig. So, Crow kommt wieder zurück. Hier haben wir auch einen neuen RNG-Faktor in dem Boss. Die Fässer können halt an drei verschiedenen Stellen spawnen, links, rechts und in der Mitte. Und man möchte es ja natürlich eigentlich immer da spawnen haben, wo der Boss eigentlich auch gerade fliegt. Oh mein Gott! Schneller und so. Ja, ich könnte jetzt nochmal sterben. Ist ja die auf die Eier gegangen. Alter, mein... Mann, dann halt nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Warum ist der überhaupt da? Der ist noch nie links gewesen. Warum ist der links? Ist der dumm? Bei mir ist der immer links. Bei mir ist der immer rechts. Spielst du im Mirror-Mode oder so? Nee, der ist bei mir immer rechts. Deswegen, Void hat doch sein Split, Fuck Left genannt. Weil er halt immer, weil links halt immer am langsamsten ist. So, hier kann man, einen gewissen Gegner despawnen. Ich habe aber keine Ahnung, wie das geht. Hab's aber irgendwie geschafft. Also da wäre normalerweise so ein Puff-Tup. Und wir spielen wieder mal mit dem Fisch. Ja. Ich finde das Level hier aber an und für sich nicht schlimm, weil es so kurz ist. Also es ist halt übel kurz. Ich liebe Statistiken, by the way, die kann man so schön falsch verstehen. Hier möchte ich das Wasser runter triggern, dann hier nach unten drücken, so dass ich noch im Wasser das Ziel aktivieren kann. Genau, würde man normal auf das Wasser drauf schwimmen, würde man die Fanfare bekommen, also entweder den Digi-Rap oder den Dixie-Gitarren-Modus, und das will natürlich keiner. Darum schwimmen wir mal kurz hoch, sobald das Wasser oben angekommen ist an der Kante, lassen wir uns runterfallen, schwimmen dann drauf. Weil wir dann praktisch für das Spiel einmal, ja, geerdet waren, würde ich schätzen. Ich weiß nicht, ob das der Grund dafür ist, aber ich schätze mal, wie sowas wird sein. Dass halt die Höhe nicht mehr, also dass die Höhe auf gleicher Höhe mit dem Ziel sitzt und nicht mehr oben an der Kante im Wasser. Weil wenn man die, oder wann man diese Fanfare bekommt, hängt von der Höhe ab, von der man auf das Ziel drauf springt. Das Gimmick in diesem Level ist natürlich der Wind, der einen hochträgt, für die, die es nicht erkannt haben. Danke, Avanot, du bist so hilfreich.
Du, es gibt Leute, die haben diese Spiele nie gespielt. Die werden sich jetzt fragen, warum schwebt er nach oben? Übrigens, wer dieses Spiel nicht gespielt hat und ihr mögt Plattformer, spielt diese Spiele. Sie sind wirklich genial. Also will ich übrigens keinen Kong mehr verlieren bis zum Ende vom Spiel. Nicht vom Spiel, vom Level. Na? Ja. Weil ich gleich für das Level Diddy im Lead haben will und beide Kongs haben will. Ups, naja, so viel dazu. Genau, wir üben, oder beziehungsweise Seilo wird gleich den wahrscheinlich mit bekanntesten Glitch in DKC2 ausführen. Das ist kein Wrong Warp, es ist einfach komplett merkwürdig. Und den benutzt man auch in 102. Richtig. Du hast einen Kong verloren. Danke, Avano. Das wäre mir jetzt ohne dir. Das wäre mir jetzt ohne dich nicht aufgefallen. Darum sag ich's dir, darum bin ich hier. Aber man kann relativ schnell noch einen Kong holen. Dieses Level hier dauert 7 Minuten, wenn man das normal spielt. Echt so lange? Ja, das ist echt ultra lange. Und wenn man den Glitch benutzt, dauert das nur 2 Minuten. Oder 2,5 oder ein bisschen länger. Wichtig ist halt nur, dass Seilo jetzt einerseits beide Kongs behält und andererseits das Fass, was er gleich bekommt, nicht zerstört. Richtig. Essentiell für den Glitch. Und das bedeutet, er darf es auf keinen Fall an einen Gegner reinwerfen, beziehungsweise den Gegner damit töten. Und er darf es auch nicht an der Kante oder am Rand, an der Wand abstellen. Denn wenn das passiert, geht das Fass kaputt. Er darf es an sich schon abstellen, aber halt nicht direkt an der Wand. Alles andere ist Wurscht. Um nicht zu sagen Salami. Oder Blutwurscht. Hey, Wops. Be your toast! Ganz am Ende beim Boss will ich einen Kolgersum spammen. Den Mooba wahrscheinlich insgesamt wegbannen wird. Ist egal. Man soll die Leute ja nicht auffordern zu spammen. Ich denke mal, jeder 1, 2, 3 Kroygasms reinsetzt, sollte das eigentlich kein Ding sein. Aber das muss halt sein. So, und jetzt ist das Ziel da. Easy Game! Warum auch immer das passiert. Ich kann es euch nicht erklären. Es ist halt eine sehr merkwürdige Sache. Wenn man das Invisible Object falsch wirft, spawnt man verschiedene Sachen. Man kann zum Beispiel auch den dritten Spiny von da oben runter spawnen, wenn man das zu früh macht. Man kann zum Beispiel auch, wenn man das sehr viel zu früh macht, einen Spiny runter spawnen. Also das sind diese Stachelschweine da. Und der ist dann richtig, richtig schnell und tötet einen innerhalb von ein paar Sekunden. Oder einen von den Klampons, die weiter oben sind, der ist dann auch richtig übel schnell und tötet einen innerhalb von ein paar Sekunden. Also es ist sehr kurios. Man möchte halt praktisch warten, bis der dritte Spiny oben gespawnt ist, dann das Invisible Object holen und dadurch spawnt dann das Ziel, wenn man das Ding wirft, beziehungsweise sich dann mit Diddy treffen lässt. Aber ich glaube wirklich, warum das passiert oder was da passiert, das weiß keiner so genau. So, jetzt will ich übrigens das Fass hier ignorieren. Ich hab's geschafft! Das ist das erste Mal, wo ich das geschafft habe! Sogar intended! Wow! Das, was Salo hier gerade gemacht hat, mit Dixie in das Fass reinzuwerfen, also in das Invisible Object Fass, in das Invincible Frame, in das Unbesiegbarkeitsfass, mein Gott. In das Superman Fass. Das ist das, woher, glaube ich, eigentlich der Begriff Throw Your Girlfriend Strats herkommt, der in DKC2 eigentlich so ziemlich unheimlich berühmt ist. Ich finde übrigens Mr. Beknackto Man ist ein richtig geiler Twitch-Name. Muss ich ja gerade mal so anmerken. First Try CLC, easy. GG. Slide, ich glaube, so einfach kann man dich das hier nicht machen. Nee, das wird's nicht sein. Aber die Erklärung finde ich trotzdem sehr kurios. Dafür würde ich 4 von 5 Punkten geben. 4 von 5 Toastern. Straight 8 of 10.
Zur Erklärung, in diesem Level Toxic Tower gibt es eine Möglichkeit, die Radley-Sektion sehr einfach und sehr schnell zu überspringen. Mit einer Technik, die ein bisschen komplexer ist. Ich habe sie noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, auch einer weiß nicht genau, wie sie funktioniert. Ja, vor allem, ich habe mal deine Erklärung, wie du die machst, versucht zu benutzen. Das hat aber trotzdem nicht funktioniert. Also im Grunde funktioniert es folgendermaßen. Man hält den A-Knopf gedrückt. Das sorgt dafür, dass Radley sozusagen seinen Supersprung, so wie jetzt gerade, auflädt. Und dieser Supersprung würde dann dafür sorgen, dass Radley natürlich erstmal an Ort und Stelle steht. Man kann aber, wenn man dann B ganz eben antippt zum normalen Springen, kann man sich während des Supersprung-Aufladens bewegen. Und wenn man dann in der Luft sozusagen nochmal B drückt, kann man irgendwie einen Doppelsprung ausführen und dann mit A nochmal einen Sprung oder irgendwie so. Und dadurch kann man unheimlich hoch springen und Fässer erreichen, die einen weiter hochschießen. Also man kann diese Sektion wirklich sehr schnell überspringen, aber es ist wirklich nicht ganz einfach. Und das würde man sich auch in dem Schlangenlevel in der dritten Welt zunutze machen, um einfach schneller da durchzukommen. Aber ich glaube, da braucht man wirklich eine Menge Übung für, bis man das wirklich perfekt beherrscht. Das ist richtig. Ich habe mal einem Runner 2 Wochen dabei zugesehen, wie er das geübt hat. Ich habe es nicht verstanden. Also, ist echt schlimm. Oh, jetzt Kreugasm Spam! Go, 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 go! Der Grund dafür ist einfach, dass da, wo jetzt gerade der Stronghold Showdown ist, einfach in der GBA-Version noch ein Boss ist. Und das ist halt Kerosene, so heißt der. Und das ist halt der Kopf von Kreugasm. Der ist halt übel witzig. Nicht Cray, Kreu! Ups. Ah, sieht nach einem guten Run aus, wo wir das erste Mal. Jo. Also das Screeches Sprint läuft einigermaßen schnell ab. Gehst du für Race Skip? Ja, natürlich. K-Rool ist halt einfach so eine Sache, der dauert einfach ewig. Das ist jetzt auch nicht der spannendste Fight. Nee. Guck dir den Spam an. Ja, easy game. Danke Leute, ihr seid die Besten. Die Katze hat dich gepackt. Ich habe jetzt übrigens das Race geskippt, aber die Musik nicht. Leute, das habe ich noch nie gesehen. Du kannst das Race starten mit der Ampel, aber du kriegst trotzdem den Skip. Yep. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist halt, wenn du das zu spät machst. Du kannst den Skip aber trotzdem noch kriegen, indem du Damage boostest. Das ist ja witzig. Ich habe keine Ahnung wieso, aber es funktioniert. Ich dachte, das ist halt wirklich so, entweder du skippst ganz oder gar nicht. Na, ist halt ultra merkwürdig, wie dieses Race funktioniert. Ich glaube, das ist auch so ein Level, da haben die meisten aus ihrer Kindheit noch ziemlich arge Erinnerungen dran, weil es, also für mich persönlich war dieses Level einfach immer vollkommen unschaffbar. Ich bin ja permanent gestorben, weil dieser Papagei einfach viel zu schnell für mich war. Ich finde es halt so schön, weil der so schnell ist. Eigentlich wäre F-Zero auch so ein super Speed-Game für mich. Können wir schon mal anfangen hier mit Setup, wa? Wenn du jetzt in 2 Minuten fertig bist mit dem Boss, dann... Das hier ist jetzt leider eine der langweiligeren Sachen. Also 2 Bosse hier in dem Spiel sind halt unglaublich langweilig. Das ist zum einen der hier und zum anderen der 3. Boss. Ups. Oh nein! Oh Mann! Ich tilte, ich fange an zu tilten, wenn ich Dixie bin. Ich hasse Dixie. Hier in die Bossfights. So, gerade, unten, oben, gerade, gerade, unten, oben, unten, oben, Fass. Easy!
Und wie geht's dir so, Avanor? Ich bin gerade ziemlich nervös, weil mir gerade bewusst geworden ist, dass ich jetzt gleich dran bin. Du musst nicht nervös sein. Ich bin schon wieder getroffen worden! Boah! Tilt! Maximum! Im Grunde ist der Bosskampf nichts anderes, als einfach die Phasen zu überleben und ihm dann einfach eine Kanonenkugel in seine Pistole zu werfen. Das ist eine Machete. Ne. Das ist doch kein... Machete ist ein Schwert. Ja, wie heißt denn das Scheißding? Muskete. Muskete, Machete ist doch alles gleiche. Alles Autoscroller. Ja, gell? Ups. Ich bin gestorben. Oh mein Gott. Tilt. Aber Sefkel, Machete ist trotzdem nicht das, was er benutzt. Eine Machete ist so ist ein Messer, so ein Buschmesser-Ding. Und ich glaube, ich sollte aufhören rumzutrollen. Ich bin jetzt einfach still und konzentriere mich auf den Fight. Und hör auf rumzutrollen. Ich troll gar nicht. Ich hör auf rumzutrollen. Ja, was solltest du tun? Oh Gott. Die einzige wirkliche Optimierung, die man hier benutzen kann, ist relativ früh auf die Fässer draufzuspringen, aus denen die Kanonenkugeln rauskommen. Und dann das sozusagen, das nennt sich Dustless, wenn man die Kanonenkugeln so schnell auf ihn wirft, dass aus seiner Muskete vorne kein Staub rauskommt, den er ein- oder kein Staub eingesaugt wird. Man halt so früh wie möglich trifft. Das ist die einzige wirkliche Optimierung, die man hier benutzen kann. Früher als Kind habe ich das immer mit Dixie gemacht, weil sie fliegen kann, aber mittlerweile kann ich das mit Dixie gar nicht mehr. Weil Dixie halt so eine unglaublich langsame Wurfanimation hat. Jetzt für den Marathon werde ich den Blue Diddy zeigen. So, jetzt bin ich blau. Ich könnte auch Dixie blau machen. Jetzt sind beide blau. Hihihihihi. Jetzt habe ich blaue Kongs. Und ihr nicht. Ich bin so getiltet. Wow. Ich habe vergessen, was ich machen muss. Jetzt habe ich keine blauen Kongs mehr. Genau wie ihr. Genau wie ihr. Na, jetzt stelle ich mich hier auf diesen Strich. Da werde ich nicht getroffen von den Dingern. Ups. Ja, kriegst du aber nicht. Ups. Oh Gott! Ich könnte nochmal sterben. RIP Estimate. Da! Oh mein Gott! So,
ich hab's geschafft. So, renn runter, ist die Welt. Yeah. So, jetzt habe ich gegen Ende noch ziemlich hart gechoked. Also bist auf jeden Fall nicht overestimate. Das habe ich gerade gesehen. Ja, easy für mich. Easy. Easy? Ja, easy. Ja. Glaube ich dir. Alles Absicht. Erstmal so die Schweißperlen von der Stirngewicht. Also das waren zwei schöne Runs von Silo. Weiter geht's mit Avanor. Ihr werdet die Balken noch etwas länger aushalten müssen. Yay! Und durch die kleine Setup-Pause machen wir aber gleich ein bisschen Päuschen. Möchtest du noch was sagen, Silo? Nö. Ich bin ja gleich nochmal da. Ich bin ja gleich nochmal da. Deswegen so. So, gleich nochmal da? Ja, das stimmt schon. Warum? Wo bist du denn hier eigentlich jetzt hier? Ich wollte deinen Channel spammen. Da bist du. So, dann spam ich schon mal Silos Channel. Bitte folgt dem Runner, der ist gut. Ich habe auch gefolgt. Ha! Oh, ich habe einen V dazwischen. Ein V! Yay! Yeah! So, wir gehen jetzt kurz in die Pause. Wir sind gleich für euch wieder da. Castles and Dragons, the battle.